Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach, unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Ein Direktor braucht ein Team. Management-Team. Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich. Manche sogar besser. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall besonders. Meine Einsatzleiterin. Sie versteht mich. Weiß, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Ich habe die Hotline. Ich kann Trench anrufen. Oder ihn zumindest hören. Er ist wie ein Echo. Ein Echo mit wichtigem Wissen. Ich muss zurück zu Emily. Hotline. ODM3 UE. Isolationsprozedere. Objekt sollte außer für den Direktor nicht zugänglich sein. Beschreibung, Parautilität. Objekt ist ein rotes Bakelite-Telefon aus den 1960ern. Die Wählscheibe ist durch einen schwarzen Knopf ersetzt, dessen Zweck unbekannt ist. Das Telefon wiegt... Das Objekt ermöglicht es dem Direktor, mit dem zu kommunizieren. Sollte das Objekt von jemand anderem als dem Direktor verwendet werden, erzeugt es tödliche... Weitere Informationen in Dr. Darlings Präsentation 11.6. Das Objekt ist derzeit an Direktor Trench gebunden. Hintergrund. Das Objekt manifestierte sich spontan im Büro des Direktors, platziert auf dem Tisch. Direktor Northmore war der erste Agent der Behörde, der das Objekt verwendet hat. Das Objekt wurde einer Reihe von Tests unterzogen, darunter... Und... Aber seine Ursprünge sind immer noch nicht bekannt.
Federal Bureau of Control. An alle Mitarbeiter der Geschäftsleitung. Ich weiß, dass es Bedenken gibt, weil unser Betrieb das Jahresbudget übersteigt. Solange wir innerhalb des ältesten Hauses operieren, sind wir in vielerlei Hinsicht vor Kontrolle geschützt. Wenn unsere Budgetforderungen nicht auffällig übertrieben sind, würden sie ohne Nachfrage vom Finanzministerium genehmigt werden. Das FBC ist nur eine weitere Spalte in einer Tabellenkalkulation, die einem kleinen Buchhalter nicht einmal auffällt. Seine Augen werden drüber gleiten, als wären wir gar nicht hier. Das Naturell des ältesten Hauses ermöglicht uns gewisse Handlungsfreiheiten. Dass wir hier sind, ist kein Zufall. Gruß, Zachariah Trench, Direktor des Federal Bureau of Control. Sehr geehrter Mr. Potts, sehr geehrte Mrs. Potts, mit großem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn, Graham Potts, letzte Woche bei einem Einsatz ums Leben kam. Genauere Details zu seinem Tod sind streng vertraulich, doch habe ich die Ehre, Sie darüber zu informieren, dass er im Dienst für sein Vaterland gefallen ist. Sie können stolz darauf sein, dass er im Angesicht der Gefahr großen Mut bewiesen hat und sich dem Schutz unserer Nation gegen ihre Feinde verpflichtet sah. Er wird seinen Kameraden und Kollegen stets in Erinnerung bleiben. Ich bedauere den Schmerz, den Ihnen diese Nachricht bereiten muss, aufs Äußerste. Ich hoffe, dass Sie etwas Trost in der Tatsache finden, dass sein Opfer das Vaterland beschützt hat, das er so geliebt hat. Seine Habseligkeiten werden Ihnen so schnell wie möglich zugestellt. Hochachtungsvoll, Howard J. Murray, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kommunikationsabteilung. Hast du die Hotline? Wie ist es da draußen? Kommunikation? Das Zischen? Ach, sorry. Ich bin nur froh, dass du da bist. Emily? Ich habe die Hotline. Ich verstehe nun, was Trench sagt. Unglaublich! Was sagt er? Er sprach über sein Management-Team. Leute, die Geheimnisse der Behörde kannten. Dein Boss, Darling, Tomasi. Aber den hat das Zischen erwischt. Salvador? Er ist der Sicherheitschef. Und Marshall? Helen Marshall ist die Einsatzleiterin. Sie ist CE, ex-CIA. Sie ging mit ihren Rangern in den Forschungssektor, um die HAV-Produktion zu sichern. Sie kam nicht zurück. Jemand, der uns helfen könnte. Die anderen Sektoren. Wie komme ich dahin?
Das ist unmöglich wegen der internen Quarantäne. Als Direktorin kannst du sie aufheben, aber das geht nur vom Wartungssektor aus. Normalerweise verbindet der Sektorenlift alle Sektoren, aber solange die Quarantäne wirksam ist, funktioniert er nicht. Wir haben bereits eine Quarantäne überwunden. Vielleicht finde ich einen Weg. Jesse, schau mal, du kamst ohne Training in diese extreme Situation und schlägst dich phänomenal gut. Und das Zischen kann dir scheinbar nichts anhaben. Also, ich würde liebend gern ein paar Tests mit dir machen. Wenn du einverstanden bist, natürlich. Vielleicht finden wir etwas, das uns helfen könnte. Tests? Ich weiß nicht. Sie könnte dich entdecken. Aber ich würde auch selbst gerne mehr verstehen. Okay. Wenn du denkst, dass es hilft. Spitze, ich suche in der internen Dokumentation nach Wegen, die Quarantäne zu umgehen. Wir müssen diese Sektoren öffnen, um Darling und Marshall zu finden. Und ich suche einen Weg in den Wartungssektor. Je schneller wir einen finden, desto schneller kann ich die Quarantäne aufheben. Es kommt es aus dem Aufzug. Sicher sollen die Energiequelle angegriffen haben. Das wirft eine Menge neuer Fragen auf. Kommunizieren sie? Sind sie koordiniert? Hat die Quelle sie angezogen? Nichts, die Motive des Zischens zu raten, wenn wir seine Energie nicht kennen. Wie? Muss ein Fusionsreaktor.
Viele dieser Fragen könnten mit dem Fang eines lebenden Exemplars gelöst werden. Ja, dazu fehlt uns die Nötigkeit. Zeit für Arbeit. Wir treffen uns in der Wartung. Wie gesagt, der Hausmeister ist freundlich. Sektor ist das Reich des Hausmeisters. Wenn ich Adi hier finde, kann er mir helfen, die Überbrückung zu erreichen. Vielleicht hast du mich trotz der Quarantäne in das älteste Haus gebracht. Vielleicht war es Adi. Er hat wohl den Aufzug erscheinen lassen, der mich in Trenches Büro brachte. Hilft Adi mir auch? Thank you.
Was ist da hinten? Gemacht. Du hast den Job. Glückwünsche sind angebracht. Yippie Satana. Es passierte beim letzten Tropfen. Ich brauche wirklich einen Assistenten. Das Lustige ist, ich war mal Hausmeisterin. Eine Rolle, die mir mehr liegt, als Direktorin zu sein. Nur Arti scheint das hier zu begreifen. Ja, hi, Arti. Wir müssen die Quarantäne aufheben, sonst komme ich nicht in die anderen Sektoren. Kannst du mir helfen, zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja, ja. Ganz einfach. Ist gleich um die Ecke. Aber zuerst musst du mal was arbeiten. Nur wenig. Nur ein paar Stunden. Irgendetwas sagt mir, dass es länger dauern wird. Ja, du denkst, da ist ein Hund drin begraben. Ich sehe, du bist keine Schneegans von gestern. Deshalb wirst du eine gute Assistentin sein. Gut. Ich haue die Fakten auf den Tisch. Mekule, Sonon, Perkeles, Voran. Dieses Haus hat ein Ungezieferproblem, ein übles. Sie haben bereits die Kühlpumpen und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht, Perkele. Und der Pensionär da drin spürt langsam, wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht. Die Situation muss gelöst werden, bevor die Quelle explodiert und wir alle verschwinden wie ein Forst in der Wüste. Perkele. Ich versuche mein Bestes, das zu verstehen. Die Kühlpumpen und Generatoren reparieren? Sonst explodiert die Energiequelle? Keine Angst. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du kommst schon noch dahinter, bevor ich Urlaub mache. Die Arbeiten auf der Tafel hier kannst du später machen, wenn du Zeit hast. Urlaub? Na klar. Ja, niemand streicht meinen Urlaub oder die Säbel rasseln. Aber keine Sorge, du nimmst das einfach in die Hand und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern. Du gehst besser jetzt, damit du nicht Hals über Kopf rennen musst. Die Tür hinten führt zur Energiequelle. Die hintere Tür. Großartig. Danke, Arti.
Oh, hier wird mir echt übel. Karussellpferd, ODM-16-KE, Isolationsprozedere. Objekt sollte in einem abgegrenzten Raum aufbewahrt werden, wenn es entbunden wird. Beschreibung, Parautilität. Ein Pferd aus glasfaserverstärktem Kunststoff, das einst als Sitz auf einem Karussell diente. Die Stange ist noch am Objekt befestigt. Das Objekt kann kurze Entfernungen in sehr hoher Geschwindigkeit zurücklegen. Das kann sehr gefährlich sein, wenn sich in seinem Weg befindet. Das Objekt ist derzeit an gebunden. Herkunft. Das Objekt wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Vergnügungsparks gefunden. Lokale berichteten, dass die Fahrgeschäfte selbsttätig fuhren und dass sie hinausgejagt wurden. Als die Behörde von den Gerüchten erfuhr, Folge 235 von America Overnight, wurden Agenten entsandt, um zu ermitteln. Am Schauplatz wurden drei örtliche tot vorgefunden. Das Objekt griff Agent an, indem es Agenten bedienten sich der Formel C.5, um das Objekt lange genug damit es... Pensionär. Ja. North. Moor. Herr Direktor ist in seiner Junggesellenbude die Wände hochgegangen. Ja, verbrenn den Müll. Wirf alles ins Feuer. Verbrenn es. Verbrenn's zum Rentier. Thank you.
zum Elch. Okay, was passiert nochmal, wenn das Ding hochgeht? Explosion. Zu viel. Pflicht des Direktors. Die Lichter. Northmore war vor mir Direktor. Ich wollte seinen Job nie haben. Ich wollte nie so viel Macht. Ich ging aus dem Weg, vertraute ihr nicht. Northmore ging es immer nur um Macht. Ein Mann wie eine Explosion. Er gierte nach Macht, nach Ordnung, nach immer mehr, bis es zu viel wurde. Ich musste eine Lösung finden. Die Situation eindämmen. Northmore hat mich nie gemocht. Aber er machte mit, immerhin. Er hatte wohl keine Wahl. Am Ende des Tages ist es die wesentlichste Aufgabe des Direktors, dafür zu sorgen, dass in der Behörde die Lichter nicht ausgehen. Es gab keine Primärkandidaten, aber es gab mich. Ich war immer da gewesen. Unauffällig, hart arbeitend, hatte nichts zu verlieren. Ich nahm die Waffe in die Hand, fast als Mutprobe. Thank you.
Federal Bureau of Control. Achtung, Wartungspersonal. Vor ein paar Wochen ist ein Objekt der Macht aus dem Panoptikon entkommen und alle sollen Ausschau danach halten. Wenn also jemandem ein Karussellpferd auffällt, das durch den Sektor schwirrt, informieren Sie mich bitte sofort. Bitte versuchen Sie nicht, es allein einzufangen und binden Sie es unter keinen Umständen an sich. Ihr Sicherheitschef Simon Arish. Es ist gefährlich da draußen, Lady. Sprechen Sie mit Leiter Arish. Er ist drinnen, er hilft Ihnen. Sind Sie neu? Sprechen Sie mit Leiter Arish in der Sicherheitskabine. Er hat das Sagen. Ma'am! Hey! Leiter Arish, FBC Sicherheit. Sollten Sie nicht in einem Schutzraum sein? Sie haben alle HAV. Wir sind auf derselben Seite. Ich bin Jessie Faden. Ich bin hier, um die Quarantäne mit dem Überbrückungsschalter aufzuheben. Ja, ja, Leiter Arish, FBC Sicherheit. Ich bin... Oh, Moment. Sie sind die neue Direktorin. Zu Diensten, Ma'am. Lassen wir die Formalitäten, bitte. Stimmt, Faden. Ma'am. Wie Sie sehen können, ist die Kacke hier am Dampfen. Wir halten die Stellung, aber was auch immer unsere Kumpel befallen hat, lässt sie die Kühlpumpen und Spannungsumformer zerstören. Der NSC ist ständig überhitzt und meine Leute werden erschossen, bevor sie irgendwelche Reparaturen machen können. NSC? Sorry, Behördenjargon. So nennen wir die Energiequelle, das große rumpelnde Metallding. Salvador, der Sicherheitschef, bat mich, sie bei einem Angriff zu schützen. Ihr Inhalt ist nämlich gefährlich. Dr. Darling schien zu wissen, dass sie ein Ziel sein würde. Darling, ist er hier? Nein, er kam vor ein paar Tagen runter, bevor alles den Bach runterging. Er war total durch, stank wie ein Bierfass. Faselte etwas von Sicherheitslücken und dass er nur einen großen HRV hatte, ihn aber woanders brauchte. Wenigstens hat er uns diese HRV gegeben, bevor er ging. Hey, hab ich erwähnt, dass er sich die Kleider vom Leib riss? Kranker Typ. Darling wusste, dass das Zischen kommt. Hören Sie, ich plaudere ja auch gerne, aber wir müssen die Wasser- und Elektroanlagen reparieren, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ich sag meinen Leuten, sie sollen die Ausgänge für sie öffnen. Ich kümmere mich darum. Sie bleiben hier und halten die Zischer von der Energiequelle fern. Zischer? So heißen die jetzt? Klingt gut.
Hören Sie, der Funk ist ausgefallen. Also wenn Sie meinen Boss Salvador da draußen finden, fragen Sie ihn bitte, was der Plan ist. Ich bin mir sicher, er hat inzwischen einen. Ich halte nach ihm Ausschau. Er hat wirklich viel Vertrauen in seinen Boss. Halten Sie durch. Schon wieder Verstopfung? Oh Gott, Artie wird stinksauer sein. Hey Simon, ich habe deine Nachricht bekommen. Genau, wenn dich jemand im Sektor nach Artie fragt, sagst du ihm, dass du dich drum kümmerst und belässt es dabei. Unter keinen Umständen sollte ein Mitarbeiter seine tägliche Routine stören. Ich habe dir alles über ihn erzählt, was ich weiß, damit du mit seinen komischen Gewohnheiten besser klarkommst, aber die Sache ist immer noch streng vertraulich. Ich habe auch deinen Bericht über den Steinbrucharbeiter gesehen, der ins Fundament spaziert ist. Es war absolut richtig, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Wir finden erst heraus, was er weiß und entscheiden dann, was wir machen. Grüße, Lynn. PS, falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, zwischen Trench und Darling stimmt was nicht. Ich weiß, dass das nicht gerade deine Stärke ist, aber halte dich da bitte raus. Die Energie ist deutlich unterhalb des Toleranzwerts. So rasch ist es ein Wunder, dass der NSC überhaupt noch hält. Wenn er hochgeht, nimmt er uns alle mit.
Feldforschung über Zischerwesen. Explosiver Zischer. Vertraulich. Zusammenfassung. Explosive Zischer sind Beispiele für eine extreme physische Deformation, die aus dem Befall durch das Zischen resultiert. Explosive Zischer konzentrieren sich auf nicht befallene Personen in ihrem Gebiet ohne jegliche Überlegung. Sobald sie in einer bestimmten Nähe sind, explodieren sie in einem Schwall konzentrierter Resonanz des Zischens, die so dicht ist, dass sie wie eine physikalische Kraft wirkt. Nach der Explosion ist der explosive Zischer vom Befall des Zischens frei. Der Wirt bleibt leblos zurück. Dieses Verhalten kann eine adaptive Reaktion auf die HRV sein. Die explosiven Zischer sind dazu gedacht, die Geräte von potenziellen Wirten wegzusprengen, sodass sie der Resonanz ausgesetzt sind. Ist das Zischen in der Lage, die gewandelte Fähigkeit eines befallenen Wirts in diesem Maße anzupassen? Warum ist die Physiologie der explosiven Zischer so drastisch anders als die ursprüngliche Form des Wirts? Viele Fragen, keine Antworten. Vollständiger Bericht in Akte. Stromausfall. Ersetze die Teile.